Tiger, du als leidenschaftlicher Verfechter des Guild Wars 2 Metas und Liebhaber dieses Spiels, wie gut kennst du dich eigentlich in der Trockenkuppe aus? Das ist eine sehr gute Frage. Random Zuschauer, der seltsamerweise die gleiche Stimme hat wie ich. Ich kenne mich hier gar nicht aus. Wie man sieht, musste ich meinen oder habe ich meinen Charakter gewechselt. Das liegt ganz einfach daran, dass ich keine Lust mehr auf meinem Waldläufer hatte und ich tierisch Spaß daran habe, die Zuschauer zu verwirren. Also das stimmt wirklich, also zum Teil, aber zum Teil ist es auch einfach gelogen, weil ich in Wirklichkeit mit ein paar Charakteren, die ich besitze, noch nicht ansatzweise einmal in der Trockenkuppe war. Also das ist, ich glaube, mein... Ach, ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Lol. Ausnahmsweise mal. Ich habe mit meinem Dieb, glaube ich, ist... Das ist mein... Der Dieb und der Ingenieur sind, glaube ich, die einzigen Charaktere bei mir, die je in der Trockenkuppe waren. Das heißt also, das ist der einzige Grund, warum ich gerade mit meinem... Oh, lol. Ah, ich weiß sogar, wo ich bin, ausnahmsweise mal. Ja, wahrscheinlich. Ja, genau, gut. Das sind die einzigen Charaktere, mit denen ich hier drin war. Das liegt auch daran, dass man, glaube ich, hier drin sein musste, wenn man die Sinister Gear Sachen haben wollte. Ja, ich glaube, das war genau der Fall. Und das ist halt der Grund, warum ich jetzt gerade auf meinem Dieb gewechselt bin, weil mein Waldläufer ist noch nicht lange sozusagen in Betrieb. Heißt auf Deutsch gesagt, ich habe jetzt gewechselt, nur weil ich dann nicht mit dem Waldläufer die ganzen Wegpunkte und alles freischalten muss. Warum ich halt so überrascht. Okay, Bilder lesen. Ja, ich lese mehr Bilder. Der Grund, warum ich sage jetzt gerade, ach ja, ich weiß, wo ich bin, ist der ganz einfache Grund. Ich recherchiere nur, wo ich in etwa hin muss. Also manchmal recherchiere ich gar nicht. Wie heute zum Beispiel, da habe ich einfach gesehen, okay, ich muss irgendwo in die Trockenkuppe und habe dann gesehen, oh, dieses Schrein des himmlischen Lichts oder wie heißt der Ort? Höhle des scheinenden. Okay, ich weiß gar nicht, wo ich genau, also ich bin hier und habe einfach angenommen. Ja, auf jeden Fall, ich habe gesehen, scheinendes Licht, bla bla bla, ist hier unten und dann habe ich mich zur Wegmarke geportet, die am nächsten ist und bin dann einfach irgendwie. Pi mal Auge irgendwie da lang gelaufen. Ja, wir sind schon fertig. Also man muss nur an diesen Apparat und dann irgendwie da drum und dann dödelt man einen so und dann lunzt man ein bisschen und ja, und dann hat man Bäm mit der Doppelfaust einfach direkt die Sachen am Start. Ja, das war jetzt easy. Ich habe irgendwie selten gehabt, dass ich so wenig Ahnung habe, was ich gemacht habe. Ja, aber das klappt. Ja. Gut, da haben wir dann die verlorenen Aufzeichnungen. Oh, guck mal, Multiloot-Überreste, die ich jetzt nicht öffnen werde. Auf jeden Fall ist es so, dass ich... Ja, dass die Folge jetzt schon zu Ende ist. Boah, das ging aber schnell. Ja gut, wir sehen uns bei der nächsten Folge in... Also ich nehme... Ja, ich nehme es gleich auf. Wann ich sie hochlade, ist halt immer eine andere Frage. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine flauschige Woche und einen schönen Tag und ja, bis dennchen dann. Tschüss.